Schwertransport von Schalchen nach Schalding. Hier im Werk von Linde Engineering in Schalchen ging's los. Das millionenschwere Frachtgut, das quer durch den Landkreis Altötting transportiert werden muss. Ziel? Der Hafen in Passau-Schalding. Dafür sind alleine 3 Tage Fahrt vorgesehen. Die erste große Herausforderung? Eine über 10%ige Steigung bei Hirten. Hier mussten zusätzlich noch weitere Zugmaschinen helfen. Diese wurde dann nach dem steilen Teil des Berges abgekoppelt und die Zugmaschine fuhr wieder hinunter, um den zweiten Transport zu unterstützen. 2 spiralgewickelte Wärmetauscher, die für eine Erdgasverflüssigungsanlage in Russland eingesetzt werden, zählen zu den Schlüsselkomponenten der Anlage. Unglaubliche 60 bzw. 64 Meter lang sind die Fahrzeuge. Dazu eine Breite von etwa 4,80 Meter und eine Höhe von 6,65 Meter. Zu hoch für manche Brücken, worauf wir später noch einmal eingehen werden. Nach der ersten Bergetappe ging es ein paar Kilometer entspannt, meist geradeaus. Das Abbiegen etwa an T-Kreuzungen mit wenig Fahrbahnbreite ist wohl für die Fahrzeugführer eine große Herausforderung. Bevor der Schwertransporter diese Stelle passiert, demontiert ein vorausfahrender Trupp die Straßenschilder, die im Weg sind. Manchmal müssen ganze Ampelanlagen abmontiert werden. Wenn der Schwertransporter dann durch ist, kommt die Beschilderung wieder an ihre Stelle. In unserem Fall hat das nur wenige Sekunden gedauert. Das muss auch so schnell gehen, damit der Verkehr an dieser Stelle wieder freigegeben werden kann. Von hier ging es dann für die beiden Schwertransporter in Richtung Pirach weiter. Übrigens, die Route und die Fahrzeit des Konvois wird auch mit den Fahrzeiten der Bahn abgestimmt, damit der Transporter auch freie Fahrt hat und nicht noch an Bahnübergängen warten muss. Die Polizei regelt auch an den Kreuzungen den Verkehr und sorgt für freie Fahrt. Noch 6 Kilometer bis Burghausen und der Konvoi läuft problemlos. Nicht zuletzt, weil das Zusammenspiel der Zugmaschinen und dieses Herrn da hinten, der die hinteren Achsen steuert, perfekt funktioniert. Die 6 Kilometer durch die Senke nach Burghausen ist größtenteils eine gerade Strecke und machte auch für beide Transporter keine besonderen Probleme. Das nächste Nadelöhr für die beiden Schwertransporter wartet bereits hier am Burghauser Kreisverkehr. Millimeterarbeit ist hier gefragt. Bei einsetzendem Schneefall auch eine besondere Herausforderung für alle Beteiligten. Immer noch über 100 Kilometer vom Zielort Passau-Schalding entfernt, schleppt sich der Konvoi durch Burghausen in Richtung B20 nach Marktl. Der einfache Weg über die B20 und danach über die B12 in Richtung Simbach ist aufgrund des Gewichts und der Abmessung der Fahrzeuge leider nicht möglich. Stattdessen führt die Strecke Richtung Ortsmitte Marktl, wo der Transport dann über die Innbrücke und dann weiter am Inn entlang Richtung Perach verläuft. Da die Fahrzeuge zu hoch für die Autobahnbrücke sind, muss die komplette Autobahn in beiden Richtungen gesperrt werden. Staus von mehreren Kilometern Länge sind da die Folge. Auch alle Fahrbahnen am Kreisverkehr müssen gesperrt werden, damit der Transporter ungehindert vorankommt. Und zu dem ohnehin schon hohen Verkehrsaufkommen gesellt sich dann auch noch ein Rettungswagen im Einsatz, der da auch noch und zwar so schnell wie möglich durch muss. Durch die Verkehrsregelung der Polizei bleibt aber trotz allem noch eine Lücke für den Sanker. Also, unter der Brücke durch geht nicht. Folglich muss sich der Konvoi mit einem Trick an der Brücke vorbeimogeln. Statt drunter durch geht's erst einmal ein paar hundert Meter auf die B12 Richtung Simbach und am Ende der Autobahn und der Mittelleitplanke werden die Zugmaschinen abgekoppelt und ans andere Ende in Fahrtrichtung München wieder angekoppelt. So können beide Transporter die Autobahnausfahrt nutzen und ihre Fahrt weiter in Richtung Innbrücke fortsetzen. Der Schneefall lässt nach und die Fahrt entlang des Marktler Badesees und weiter Richtung Perach verläuft ohne besondere Vorkommnisse. Aber dann.
12% Steigung. Der Berg bei Perach Richtung Zeilan. Der steilste Berg an diesem ersten Tag. Außerdem hat es geschneit und irgendwie ist da so ein unsicheres Gefühl. Es fuhr zwar kurz zuvor ein Streuwagen, der eigens dafür angefordert wurde, aber trotzdem könnte es glatt sein und damit gefährlich für die Fracht und für alle Beteiligten. Rücksprache mit der Transportleitung, kurzer Test und dann die Freigabe für die Trucks. 3 Zugmaschinen vorgespannt und ein Truck schiebt hinten am Ende noch den tonnenschweren Wärmetauscher nach oben. Ohne Zwischenfall schaffen es beide Transporter nach oben. Dann sind es nur noch wenige Kilometer bis zur Tankstelle bei Zeilan. Dort ist erstmal Endstation, vorerst. Denn an Tag 2 geht es weiter. Hier in der Bergbucht ist genügend Platz für die jeweils rund 410 Tonnen schweren Fahrzeuge. Alleine die Ladung bringt schon gut 200 Tonnen Gewicht auf die Waage. Frühmorgens, kurz nach Sonnenaufgang, macht sich das Transporterteam fertig für die zweite Etappe. Auf gerader Strecke schafft es sogar eine einzige Zugmaschine, den tonnenschweren Tauscher zu ziehen. Natürlich sind die restlichen Trucks im Konvoi mit dabei, um bei Steigungen Hilfe zu leisten. Nach einem letzten Check der Systeme geht's dann wieder auf die Strecke bzw. Bundesstraße. Allen voran der Montagetrupp, der auch heute wieder dafür sorgen wird, dass die Straße frei von störenden Objekten wie Schildern, Ampeln, Baken usw. so sind. Die Beamten der Polizei Simbach übernehmen nun bis zum nächsten Übergangspunkt in Malching. Also dann mal los und gute Fahrt. Für unser Kamerateam ist hier die Fahrt zu Ende. Der Wärmetauscher hat aber noch viele tausend Kilometer vor sich. In Passau wird er im Hafen auf ein Transportschiff geladen und über die Donau, den Main-Donau-Kanal und diverse Binnengewässer nach Bremen, dann über den Nord-Ostsee-Kanal weiter Richtung Russland transportiert.